wunderschönen guten Tag hier aus München. Und wie angekündigt ist mein Gast, der Wetterexperte, Carsten Schwanke. Hallo. Hallo. Deutsches Museum haben Sie sich ausgesucht. Also vorab, man muss wissen, das sage ich ja nicht oft, die Gäste dürfen sich immer aussuchen, wo sie interviewt werden wollen. Und Sie haben sich für das Deutsche Museum entschieden. Warum? Es gibt, glaube ich, auf der Welt kaum ein zweites Museum mit einer solchen Fülle von Exponaten. Dass man eigentlich nie, ich war schon ein paar Mal drin, aber dass man nie die Zeit haben wird, das alles zu erfassen. Es gibt, jeder hat da, glaube ich, Räume, wo man was Spannenderes findet, wo andere eher nicht was Spannendes finden. Also jeder kann da so sein Ding finden. Und das Deutsche Museum hat 3 Wetterstationen, misst an 3 verschiedenen Stellen die Temperatur. Wahnsinn. Ja. Und das finden Sie Ich wollte als Wissenschaftler in München jetzt nicht in irgendein Café gehen. Deshalb habe ich gesagt, Museumsinsel, Deutsches Museum, da haben wir wenigstens irgendwie einen Bezug zu meiner Arbeit. Wissenschaft, seien Sie, Meteorologe. Ja. Also jetzt für mich sind mittlerweile Meteorologen, also als Kind vor allem war es so, im Fernsehen, der Typ, der da auf die Karte zeigt und sagt, hier ist Sonne, hier ist Regen. Was ist das überhaupt für eine Wissenschaft? Mathe und Physik. So Mathe einfach? Und Physik. 6,5 Jahre habe ich Mathe und Physik studiert. Es gibt 100 Sprüche, wieso Meteorologen nicht sagen können, wie morgen das Wetter wird. Das ist eine andere Wissenschaft. Das Formulieren und das ist in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber letztlich ist das die Physik der Atmosphäre, um die es da geht, um das Verständnis dessen, was dort alles zusammenspielt. Und ich finde, das macht den Reiz aus der Meteorologie, dass da so viele Randbedingungen eine Rolle spielen, dass da so viele Faktoren ineinander greifen, dass man es eben selbst mit dem größten Rechner der Welt nicht packt, das Wetter genau vorherzusagen, genau vorherzuberechnen, dass da immer noch ein ganzes Stück Unsicherheit bleibt. Deshalb auch dieses Meteorologenlernen jeden Tag. Wenn ich vor den Wetterkarten sitze, gehe ich abends schlauer aus dem Büro, als ich morgens reingegangen bin. Allein das ist doch schon eine tolle Sache. Kein Tag ist wie der andere. Ja, und vor allem sind Sie seit Jahren da in dieser Flimmerkiste. Also wenn man da anmacht, ist Carsten Schwanke lächelt, macht oft noch ein Witzchen und erzählt das Wetter. Wie läuft denn so eine Sendung eigentlich ab? Also es ist ja so eine Minute, die man mitbekommt. Zwei meistens. Zwei Minuten. Mhm. Also man kämpft um jede Sekunde. Es ist so, dass man, also ich glaube, fange nachmittags um 14, 15 Uhr etwa an. Man saugt sich zuerst die Wetterlage rein. Was gibt es alles, also wie entwickelt sich das Ganze, dann hat man im Kopf schon einen roten Faden. Wobei, wir machen ja Wettersendungen für verschiedene Regionen, für verschiedene dritte Programme und in jeder Region ist der rote Faden ein bisschen anders. Man muss sich also immer wieder neu darauf einstellen, auf eine andere Region, auf ein anderes Wetter. Und in dem Zusammenhang denkt man aber immer im Hinterkopf schon die Geschichte mit, die ich dann erzählen möchte. Also auch, da geht es auch um die Frage, wie ist der Einstieg in diese Wettersendung? Also, dass das eben nicht nur das Wetter von morgen ist, sondern dass das möglichst auch mit einer kleinen Geschichte, mit etwas Interessantem, mit diesem Blick über den Tellerrand zu tun hat. Also ich erzähle euch noch ein bisschen mehr, als ihr zu Hause auf eurer App auf dem Handy jetzt gerade sehen könnt, weil dann bräuchtet ihr keinen Wetterbericht mehr. Aber ich bin überzeugt davon, dass es den Wetterbericht ewig geben wird, weil es eben so spannend ist. Sie haben das ja so spannend gemacht, dass man Ihnen mehr als nur diese 2 Minuten gegeben hat. Sie haben tolle Sendung gehabt. Also die 2 Sachen habe ich mir immer angeguckt. Einmal den Lesch und einmal den Schwanke. Und wenn ich in München bin, darf ich immer zum Lesch und darf mit ihm diskutieren im Planetarium. Und jetzt freue ich mich, dass wir uns kennengelernt haben. Was macht Spaß dran, Menschen Wissen zu vermitteln? Und zwar auf diese spannende Art. Mir macht am meisten Spaß, dieses Wissen eigentlich zu vermitteln auf einer Bühne. Die Kamera ist natürlich ein Vehikel, um die Menschen zu erreichen. Aber wenn ich auf einer Bühne stehe und einen Vortrag halte und über Naturphänomene zum Beispiel rede oder überhaupt etwas erzähle und man guckt dann in 100 oder 200 Augenpaare, die begeistert sind, die das klasse finden, das gibt mir den Kick zu sagen, irgendwie scheint es nicht so schlecht zu sein. Also das ist wirklich etwas, was ich toll finde, wo ich auch lange mir Gedanken mache darüber, wie erzähle ich eine Geschichte, eine komplizierte Sache anschaulich zu erzählen, ist nicht so einfach. Da muss man sich lange Gedanken machen, wie kann ich Vergleiche anstellen, wie kriege ich einen packenden Einstieg in diese ganze Geschichte und wie kann man es so erklären, dass am Ende des Tages auch Leute das verstehen, die normalerweise vielleicht wenig Berührungspunkte
mit solchen naturwissenschaftlichen Phänomenen haben. Es geht dabei ja nicht nur um spannende Geschichten und Wissensvermittlung, es geht ja oft auch noch um wirklich relevante Themen, wo richtig Probleme da sind, wie wenn man jetzt Kanada anguckt oder so, dass ganze Regionen abgeholzt werden. Für die Ölsande, ne? Genau, oder andernorts. Also das ist ja mehr als Wissensvermittlung. Man muss in einer spannenden Zeit Menschen begeistern, erreichen mit einem Thema. Ja, und das sind letztlich sind es die Alltagsfragen. Ich finde, das ist eigentlich, so verstehe ich die Rolle der Wissenschaft in den Medien, der Wissensvermittlung, dass man auf Fragen antwortet, die sich jeder zu Hause stellt, die erstmal vordergründig vielleicht gar nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Aber ich glaube, dass die Wissenschaft die Antworten liefern kann, um Zusammenhänge auf dieser Erde zu erklären, um den Finger irgendwo in die Wunde zu legen, um aber auch natürlich neugierig zu machen, zu faszinieren, Abenteuer zu versprühen. All diese Möglichkeiten, all diese Facetten bietet Wissenschaftsfernsehen in seiner besten Form, wenn es gut gemacht ist. Also gibt es sozusagen auch moralischen Auftrag an die Wissenschaftssendung, kann man das so sagen? Das könnte man so sagen, aber ich finde, das ist zu kurz gegriffen, weil es steckt mehr dahinter als nur ein moralischer Auftrag. Ich sehe mich absolut nicht als einer, der mit erhobenem Zeigefinger da sitzt und doziert. Das wäre das Falsche. Ich glaube, dann würden die Leute wegbleiben. Zu Recht, weil es langweilig ist. Und dann hätte ich meinen Auftrag in dem Moment schon wieder verfehlt, weil ich die Menschen nicht mehr erreiche. Das heißt, es ist eigentlich für mich ist es ein Sport, kein Auftrag. Es ist mein persönlicher Ehrgeiz, es ist mein Sport, die spannenden Geschichten zu finden und sie so zu erzählen, sie so erlebbar zu gestalten, dass die Menschen einschalten und sagen, ah, geile Nummer. Im Wettbewerb zu anderen Sendungen und die machen da Unterhaltung mit, sagen wir mal Dieter Bohlen und sonst was, ist das eine Sache, die man packen kann, auch auf Dauer, dass man Wissenschaft so gut platzieren kann, so aufregend gestalten kann, dass man ankommt gegen Entertainment? Ich glaube daran. Ja. Ich glaube, man wird nie an ein Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft rankommen, kommt auch Bohlen nicht. Man wird auch nie an die großen Unterhaltungsshows rankommen. Die sind ja zum Teil sind die ja richtig gut. Also The Voice of Germany finde ich brillant umgesetzt. Einfach ein fantastisches Konzept. Da ist nicht mehr eine große Bühne und Publikum und der Moderator tritt auf und alle klatschen, sondern das ist so faszinierend geschnitten, so immer wieder auf emotionale Höhepunkte hingeschnitten, dass ich da anderes Fernsehen sehe. Ganz egal von dem, was die da machen. Ich sehe Spannung, ich sehe Emotionen pur. Und wenn man das denkt, da sehe ich durchaus auch Möglichkeiten, die man adaptieren kann für Wissenschaftsfernsehen. Aber es geht eben darum, nicht irgendwas. Ich kann nicht eine Tafel nehmen, ein Stück Kreide und sagen, wie früher Schulfernsehen war, dass ich habe jetzt einen Auftrag und ich mache ein Wissenschaftsfernsehen. Auftrag verfehlt, weg von der Bühne. Dann hat man das nicht verstanden, wie heute Medien funktionieren. Ich muss auch nach den emotionalen Geschichten suchen. Und wenn ich die finde und wenn ich dort irgendwie die bebildern kann, dann bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Was sind denn die emotionalen Themen unserer Zeit? Liebe? Immer. Ja. Ist immer. Existenz, das Leben, die Menschheit. Ich finde, das, worüber sich jeder tagtäglich den Kopf zerbricht, oder was nicht mehr den Kopf zerbricht, was mich hier drin im Bauch berührt. Die Themen unserer Zeit, wie ich schon vorhin gesagt habe, die klopfen in einem Maße an. Oder kommt es uns nur so vor? Also wenn man den Fernseher einschaltet, ich habe das Gefühl, wir haben mehr Katastrophen als früher. Und mehr klimabedingte Probleme als früher. Wird das mehr oder nehme ich das mehr wahr oder sind die Sender einfach mehr geworden? Also zum Beispiel nehmen wir mal die Tornados. Diese schön aus der Ferne schön anzuschauenden Rüssel, die aus einer Gewitterwolke nach unten kreiseln. Und zum Teil ja sehr zerstörerisch sein können mit den höchsten Windgeschwindigkeiten, die auf der Erde gemessen werden. Es wurden vermutlich schon 500 km/h gemessen 1999. Nehmen wir mal diese Tornados, dann gibt es dort einen stetig rasant
steigende Anzahl bei der Beobachtung und Meldung von Tornados. Das hat mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mit einer zunehmenden Häufigkeit des Auftretens zu tun, sondern einfach dadurch, dass die Leute mit ihrem Smartphone in der Hand wesentlich besser solchen Gewitterwolken hinterherjagen können, dass sie auch schnelle Aufnahmen machen können und so weiter. Also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Trotzdem, wir sind ja hier in München. Hier gibt es ja eine der größten Rückversicherungsgesellschaften der Welt, die Munich Re, Münchner Rückversicherung. Die haben ja auch eine große Klimaforschungsabteilung und die haben ja zum Beispiel durchaus auch rausgerechnet, solche Aspekte oder als Versicherer denkt man ja vielleicht immer zuerst auch an den Schaden, den finanziellen Schaden. Auch das haben sie rausgerechnet, haben zum Beispiel festgestellt in einer Studie, dass die Anzahl von Unwettern, und zwar jetzt ganz speziell Unwetter und nicht Naturkatastrophen, also nicht Erdbeben und Vulkane, sondern die Wetterkatastrophen, Unwetterkatastrophen, dass die in den letzten Jahrzehnten eindeutig zugenommen haben. Was bedeutet das für uns? Ich würde es nochmal anders. Ne? Also, sind das aufregender Fragen? Oder? Nee, das ist, ich glaube, was bedeutet das für uns? Da kann ich nur sagen, ja, es werden wahrscheinlich noch mehr kommen. Und dann kann ich aber auch sagen, wir in Deutschland leben ja wieder mal in einer glücklichen Zone, wo es eigentlich, wir haben Überschwemmungen, wir haben Stürme, Orkane, Gewitter, Hagelschlag, Punkt. Wir sind eigentlich, kommen wir meistens ziemlich glimpflich davon. Ich würde aber eher mal fragen, was bedeutet dieser Klimawandel für uns? Ne? Also, oder besser, für mich ist die zurzeit eigentlich die Frage, die mich am stärksten bewegt, wenn ich über diese ganze Klimadiskussion nachdenke. Da gab es für mich eine Zäsur am 30. September dieses Jahres. Also wir reden vom Jahr 2013. 30. September 2013. Ich saß in Berlin bei der Vorstellung des neuesten IPCC-Berichts, dieses Sachstandsberichts Nummer 5, sozusagen nachdem jetzt 6 Jahre eine Pause war. Der andere war ja von 2007. Und da wurden jetzt die neuesten Ergebnisse der geballten weltweiten Klimaforschung auf den Tisch gepackt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen menschgemachten Treibhauseffekt, eine menschgemachte globale Erwärmung haben, die liegt jetzt bei über 95%. Vor 6 Jahren waren es über 90%. Da wurde mir klar, die Fakten liegen auf dem Tisch. Ob wir jetzt am Ende des Tages um ein paar Zehntel nach oben oder unten korrigieren, ob der Meeresspiegelanstieg 80 oder 90 Zentimeter sein wird in 100 Jahren, so what? Wen das noch nicht alarmiert, der hat irgendwie gar nichts kapiert, dem berührt anscheinend gar nichts auf dieser Welt oder sagt sich, ich sterbe sowieso, vielleicht hat dieser Mensch auch keine Kinder oder interessiert sich nicht dafür. Ansonsten muss man sagen, die Klimaforscher an der Schnittstelle zur Politik, die haben eigentlich ihre Arbeit getan. Das fällt mir selbst schwer, weil ich ja nun selber auch als schon seit meinen Studentenzeiten immer mit der Klimaforschung auch eng verbunden war und viele Menschen dort kenne. Aber ich glaube, die Klimaforschung kann sich auf die Detailfragen in demnächst wieder beschränken. Mich interessiert aber viel mehr, wenn sich seit 2007, in den letzten 6 Jahren, zum vorletzten Sachstandsbericht des IPCC, praktisch nichts geändert hat, außer dass unser Wissen noch stärker unterstrichen werden kann. Warum schaffen wir es nicht, den weltweiten CO2-Ausstoß nach unten zu kriegen? Warum zeigt die CO2-Kurve so nach oben? Also bringt es nicht, nochmal 6 Jahre zu warten und dann bei 98% zu sein. Das wird sich nichts ändern. Die Fakten, wie gesagt, liegen auf dem Tisch. Also sehe ich die Rolle gekommen für einen neuen großen runden Tisch an der Schnittstelle zur Politik. Und da sehe ich Politikwissenschaftler, Gesellschaftsforscher, die sich darum kümmern, wie sich eine globale Menschheit bewegt, wie die sich in bestimmte Richtungsmuster bewegt, Mathematiker, die sich mit Spieletheorien auseinandersetzen, Ökonomen. Ich möchte endlich diese Frage beantwortet bekommen, was muss man tun, damit man die Weltbevölkerung zum Umlenken, zum anderen Handeln bewegen kann. Das, was wir bisher machen, Kyoto-Protokoll, dieser europäische Emissionshandel, es ist ja anscheinend alles für die Katz. Es ist auch ein Hin- und Hergeschiebe, weil ja der Verzicht an sich, der steht ja, glaube ich, einfach an, dass wir hier und da auf Dinge verzichten müssen. Oder das machen wir ja aber nicht. Wir machen es ja nicht. Das schieben wir hin und her. Ja,
Aber das ist für mich die Frage und ich habe noch keine Antwort. Wie kriegen wir es hin, dass wir uns drehen? Und zwar um 180 Grad. Und nicht nur hier in Deutschland, das ist ja alles schön. Selbst wenn wir hier im Jahr 2050, ich sag mal, 100% aus erneuerbaren Energien leben sollten. Toll. Und unsere T-Shirts, unsere Klamotten werden in sonst wo hergestellt mit Kohlekraftwerken. Heute kam im Radio, die Deutschen benutzen pro Kopf nur 75 Tüten im Jahr. Nicht 150 wie andere fiese Länder. Also die Dänen nur 4. Ja? Mhm. Sie passen da auf. Sind das die spannenden Nachrichten, auf die wir hören sollten, oder sind das im Moment Platzhalter und wir scheuen die große Debatte? Ich bin in der Hinsicht ein Nachrichten-Junkie und finde diese Nachrichten durchaus spannend. Aber für mich geht es um den großen Wurf. Für mich geht es darum, wie wir es wirklich hinbekommen, dass wir weltweit den CO2-Ausstoß nach unten drücken. Und da können solche Nachrichten sind nur Platzhalter. Es ist natürlich wichtig, sich um diese Nachrichten zu kümmern. Ich finde es ganz wichtig, dass wir endlich den Plastikmüll in Europa vorangehen und aber überall eigentlich vermindern. Das ist eine Katastrophe, wenn man, ich reise ja viel durch diese Welt und habe schon viel gesehen, es tut einem weh, wenn man an Orten ist, wo kaum Menschen leben, aber man sieht endlose Müllberge, wo man sich fragt, wo kommt das alles her? Was ist das hier? Ja. Ich hatte das mit einigen anderen schon besprochen. Dieses nicht verzichten wollen und nicht teilen wollen müsste eigentlich zu mehr Menschenströmen führen als die wenigen, die da in Lampedusa da waren, sondern es müssten eigentlich Millionen, zig Millionen Menschen hier auftauchen in Europa und sagen... Ich glaube auch, dass es ein Szenario sein wird. Ich glaube, das ist das, was... die Europäer am meisten treffen wird, sind die Flüchtlingsströme. Das ist anscheinend der Druck in Afrika, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Aber die Leute verstehen nicht, warum die Flüchtlinge hierher kommen wollen. Also die verstehen es nicht. Wer versteht das nicht? Der Normalbürger hier. Der sagt, was machen die hier in dem Land? Ist ja das unser Land. Das fragen sie mich jetzt nicht wirklich, oder? Aber so habe ich das Gefühl, dass die Leute es nicht ernsthaft verstehen hier. Das habe ich ja noch nie gehört, diese Behauptung. Die wollen aus ihrer Armut flüchten, ja. Die wollen Wohlstand, die wollen... Aber die wollen unseren Wohlstand, der gehört denen ja gar nicht. Ach, das heißt, der gehört denen nicht. Warum gehört denn dieser Wohlstand uns? Ach, warum? Glück der Geburt. Also, was soll das denn? Ja, was soll das? Genau, darum geht's. Also, in welche Richtung muss diese Welt sich drehen jetzt? Wir haben es jetzt in der Klimafrage, haben Sie eine ganz klare Haltung zu? Mhm. Und jetzt bei der Frage des Teilens, des Verzichts, ja. Des Wachstums, wo ist die Haltung da? Also ich muss diese Flüchtlingslage nochmal, ne? Kurz nochmal. Ich glaube, dass es also, wie gesagt, das größte Problem wird. Und da wird es uns wenig helfen, wenn wir die Flotte, die da durchs Mittelmeer kreuzt, einfach erhöhen. Ne? Also das ist ein Riesenthema und ich glaube, dass wir genau darauf auch die Bemühungen der Entwicklungshilfe, der Entwicklungszusammenarbeit, wie es so schön heißt, auch konzentrieren müssen. Wie können wir Bedingungen schaffen? Aber das versucht man ja schon, aber anscheinend auch nicht gut genug. Denn es werden Milliarden nach Afrika gepumpt und man fragt sich, warum ist der Erfolg kaum messbar? Ja? Ich glaube, da muss man... Aber der Hauptpunkt ist... natürlich, wie kann man es schaffen, dass die Menschen auch aus ihrer Armut rauskommen, glücklicher werden? Aber noch entscheidender ist, wie können wir es insgesamt schaffen mit unseren Ressourcen, die wir haben und die uns zur Verfügung stehen, die definitiv endlich sind, wie wir mit denen eine bessere Welt schaffen? Ich sag's nochmal, ich habe diese Antwort nicht. Da erwarte ich eigentlich noch mehr Hilfe auch von klugen Köpfen. Aber ich befürchte, dass es erst richtig wehtun muss, bis der Mensch bereit sein wird, sich da irgendwie von allein zu bewegen. Also es ist zum Beispiel das andere große, Klimapolitik ist das eine, dass ich denke, da muss jetzt etwas tun, wir müssen von diesem CO2-Ausstoß runter, nicht mehr steigen. Und das andere ist, sehe ich sehr stark daran gekoppelt, auch als Ressourcenfrage, ich verstehe nicht, oder ich mache mir Gedanken darüber, wo ist eigentlich der andere Weg? Gibt es eine Alternative zu dem, es muss immer mehr werden? Ja, also
ökonomisch gesehen. Wir sprechen von einer, wenn ein Land XY in diesem Jahr genauso viel produziert wie im letzten Jahr, also ein Nullwachstum hat, trotzdem genauso viele Menschen beschäftigt, genauso viel produziert, ist es eine große Krise. Dieses Land wird herabgestuft im Ranking, im Rating, und die Krise wird ausgerufen. Und es ist auch so, dass die Kurse gehen nach unten und so weiter. Das Geld wird weniger wert. Also die kompletten Anzeichen einer Krise sieht man dann. Und da sagt mir mein natürlicher Menschenverstand, vielleicht bin ich aber auch zu naiv, ich weiß es nicht, es kann nicht sein, dass es immer mehr werden muss. Weil wir leben nun mal nur auf dieser einen Erde mit diesen begrenzten Ressourcen. Das heißt, irgendwann muss es crashen. Warum hecheln wir diesem ständigen Wachstum hinterher? Wir sind ja anscheinend so gemacht, wir Menschen. Aber wo ist da der zweite Weg? Wo ist der alternative Weg? Würde ich auch gern. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage und die müsste man auch diskutieren. Auch das kann Wissenschaftsfernsehen sein und ich finde, auch das ist, also selbst, da fühle ich mich angepackt, auch emotional. Und da bewege ich mich schon wieder komplett weg von dem, sage ich mal, diesem dichten Klima, von der Klimathematik. Ich finde, da werden mir die Augen geöffnet. Und was ich da mitnehme aus meinem Wissen als Meteorologe, dass diese Welt aus unendlich vielen kleinen Puzzleteilen zusammengesetzt ist. Und alle hängen miteinander zusammen. Und alle beeinflussen sich. Und diese Welt ist sehr komplex und es gibt nie die einfache Antwort. Aber es ist eigentlich die Herausforderung, und das ist das Spannende, an dieser komplexen Antwort, sich daran zu versuchen und die zu suchen. Was Sie sagen, ist insofern sehr spannend für mich, weil ich ähnlich mit vielen anderen klugen Menschen rede und merke, es ist der Wunsch von allen da, ja. Der Wunsch auch nach von Beteiligung vielen, ja. Ja. In der eigenen Disziplin und auch der Wunsch nach Kommunikation interdisziplinär. Und die Frage ist, muss jetzt einer sagen, jetzt geht's los? Oder? Gute Frage. Ja, oder muss es erst wehtun? Oder muss es erst wehtun? Ich befürchte ja fast letzteres. Ich habe jetzt mit dem Rauchen aufgehört, weil es wehgetan hat. Ja. Ich wusste vorher, dass es blöd ist. Sind wir Menschen so? Ja, das Rauchen ist an sich ein gutes Beispiel. Ne? Dass, obwohl man weiß, obwohl die Raucher, die wenigsten sind so doof, dass sie es nicht wissen. Also die meisten Raucher wissen, dass es ihrem Körper nicht gut tut. Und trotzdem, weil es nicht in dem Moment wehtut, wo man die Zigarette reinzieht, braucht man weiter. Also das ist, glaube ich, auch so eine ganz typisch menschliche Eigenschaft, ne? Dass man also Gefahren, die in weiter Zukunft liegt, nicht wirklich ernst nimmt und die nicht wirklich angeht. Also ich rauche jetzt nicht, von daher kann ich da schön drüber philosophieren, aber ich glaube, das ist auch ein uns innewohnendes Thema, dass wir den Gefahren aus dem Weg gehen, wenn sie erstmal später kommen. Das ist das eine und das andere. Ich war jetzt bei diesem Raucherseminar. Ich werde jetzt noch einen Bogen danach kriegen zum Klima. Und da ist mir aufgefallen, wie viele so Sätze ich mir angewöhnt habe in den letzten Jahren, dass ich sage, wenn man raucht, die 15 Minuten danach schärft sich die Konzentration und dies und das und das. Also man findet, ich wusste gar nicht, dass das Rauchen so schädlich ist. Es ist also ganz viele so Alibi-Sprüche oder dass man sich eine andere Welt und eine Wirklichkeit wünscht. Jetzt haben Sie gesagt, jetzt sind die Studien wieder raus, 6 Jahre sind vergangen. Und dann, jetzt gibt es so Leute und mittlerweile auch renommierte Leute, die kommen und sagen, CO2 menschgemacht, das gibt's gar nicht. Was sagen Sie dazu? Ja, dazu fällt mir eigentlich wenig ein. Oder was heißt wenig ein? Doch, da fällt mir was zu ein. Ich habe letztens den E.ON-Chef interviewt und der hat gesagt, man muss auch andere Ideen da zulassen. Man weiß ja nicht, ob das stimmt oder nicht. In der Wissenschaft lässt man immer andere Ideen zu. Ja. Aber deshalb ist es doch umso interessanter, dass die Wissenschaftler sagen, zu mehr als 95% ist das Ding hausgemacht, menschgemacht. Sie haben das solare Forcing, was jahrelang von den Klimaleugnern, was heißt Klima? Das Klima kann man nicht leugnen. Klima ist ein Zustand, ein meteorologisches Mittel über 30 Jahre. Also von den CO2 menschgemachten Leugnern, was immer hochgehalten wurde, die Sonne ist es. Das solare Forcing, wie man schon sagt, also der Einfluss der Sonne auf unsere Klimaveränderung, geht gegen Null.
andere Faktoren wurden nicht gefunden, dann sollen bitte diese Leute wie dieser E.ON-Chef sich hinstellen und sollen sagen, warum die CO2-Kurve ansteigt und sollen sagen, warum die Temperaturkurve ansteigt. Die letzten 3 Jahrzehnte waren die 3 wärmsten seit 150 Jahren und wahrscheinlich sogar die wärmsten seit mindestens 1400 Jahren. Wir haben den höchsten CO2-Gehalt in der Atmosphäre seit mindestens 800.000 Jahren. Bitte, wo kommt das denn sonst her? Ich meine, ich kann eins und eins zusammenzählen. Das konnte ich schon als Grundschüler. Wer Kohle verbrennt, buff. CO2 kommt raus. Was machen wir denn? Kohle verbrennen, Erdgas, Erdöl verbrennen, Wälder abholzen. Da kommt überall CO2 raus. Bitte, wo ist denn dann, wenn das nicht von uns kommt, wo ist es dann? Also das ist langsam, nein, nicht langsam, es ist immer wieder nervig. Und ich finde, diese Diskussion ist so offensichtlich interessengetrieben und auch von Interessengruppen finanziert, die nicht wollen, dass man zum Beispiel diesem armen E.ON-Chef seine großen Kraftwerke wegnimmt. Aber wissenschaftlich hat das Ganze keine Relevanz. Ansonsten sollte es hinpacken. Ich bin gern bereit, mir wissenschaftliche Daten und wissenschaftliche Untersuchungen durchzulesen, aber die sehe ich nicht. Allein 30 Kommentare nur für diesen Satz sind gefühlsmäßig sicher unter ja, diesem Video. Aber dann weiß ich ja umzugehen. Trotzdem, wie gesagt, bitte wissenschaftliche. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Sie machen hier auch so Kamera, Mikro und Videos im Netz. Ja. Bei WQ, WQ-TV. Nicht WQ-TV. IQ, sondern WQ, wissenschaftlicher Quotient. Was treibt Sie da an? Mich treibt das Interesse, eben zu diesen Alltagsfragen auch wissenschaftliche Antworten zu finden. Ich möchte zeigen, was in Deutschland geforscht wird, woran geforscht wird, womit sich Wissenschaftler beschäftigen, jenseits des Mainstream auch, und treffe spannende Leute, stoße auf total faszinierende Geschichten, und das möchte ich in kurze Webvideos packen, und das mache ich mit einer Produktionsfirma, und bei wqtv.de kann man sich das Ganze auch angucken. Es wird eingeblendet. Ah, und das haben wir auch so runtergebrochen, dass man das zum Beispiel, dass Lehrer das im Unterricht auch einsetzen könnten. Und da hoffe ich, dass da in der Zukunft viele weitere spannende Filme von zu sehen sein werden. Ich bin sehr gespannt. Ich treffe auch gerne andere, die Videos im Netz machen. Das ist toll. Und eine letzte Sache habe ich doch noch. Ja. Jetzt ist die mir eingefallen. Sie machen tausende Sachen. Also es ist theoretisch, könnten wir 5 Stunden lang darüber reden, ja, was Sie für tolle Projekte machen. Was ist was? Ja, ich bin wieder mal unter die Buchautoren gegangen. Diese berühmte Reihe, die man ja wirklich jeder kennt. Und da, die haben gerade so einen Relaunch von allen Büchern gemacht und ich habe das Wetterbuch komplett neu geschrieben. Und ich hätte gedacht, bei so einer wirklich gelebten und traditionierten Marke wie Was ist was, dass die Vorgaben sehr eng sind, und ich hatte komplette Freiheit. Echt? Also ich konnte, es hat ein weißes Blatt Papier, es sollten, ich weiß nicht, 46 Doppelseiten werden oder so, los. Ich sage, und welche Themen? Bitte. Und ich konnte losschreiben. Hab mir also wirklich die Themen komplett ausgedacht, das alles selbst geschrieben. Es hat Spaß gemacht, es war leider ein bisschen wenig Zeit, wie das wahrscheinlich immer so ist beim Bücherschreiben. Aber dadurch, dass ich ja selbst 2 Kinder habe, hat mir das natürlich doppelt Spaß gemacht. Wunderbar. Das Buch findet ihr auch im Thomas 4 Shop. Sehr gut. Klar, nehme ich gleich mit rein und bedanke mich für dieses erste Kennenlerngespräch. Das hat mir Spaß gemacht. Ebenfalls. Und ich habe Lust, mehr zu machen. Das ist eigentlich ein Traum. Lesch und Sie? Ich hätte auch einen Ort dafür. Ja? Ja, da drin, da gibt es einen Turm, der ist, sieht man von hier nicht, da so rechts hinten. Ja. Und da gibt es ein koosches Pendel. Und durch diesen ganzen Treppenaufgang des Turms und unten ist eine große Kugel und die schwingt. Und dann kann man sehen, wie die Erde sich dreht. Und sie dreht sich doch. Wow. Wirklich, die hat so eine kleine Nadel unten dran. Dann gibt es so Plättchen im Kreis drumherum. Und immer wird ein Plättchen nach dem anderen so umgestoßen. Kennen Sie hier Leute? Ja. Ja, klar. Ja, dann machen wir das schon. Da freue ich mich. Gerne. Ja. Lieben herzlichen Dank, Herr Schwanke, und hoffentlich bis bald. Ja. Ja, danke. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist ein bisschen Jugendtraum, aber sie macht auch ganz andere Sachen, ist Michaela Schaffrath. Bis zum nächsten Mal.